So, willkommen zurück zu Kolat Folge 13. Wir sind immer noch hier im Live-Let's Play. Ich will nur noch weg. Ich will nur noch ein scheiß Lagerfeuer haben zum Speichern. Ich will nur noch speichern. Also, uah, Alter. Auf zu wehen, ich hab Paras. Oh Mann, ich will nicht in den dunklen Wald. Und vor allem weiß ich gar nicht, wo ich lang muss. Aber hier waren wir schon mal. Warte mal, hier geht's, hier ist die richtige Richtung. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Hier müsste ein Lager. Wir müssen theoretischerweise hier lang wieder zurückkommen. Zum Startpunkt. Das müsste hier lang sein. Boah, ich will nur zum Lagerfeuer, mehr will ich. Zum Lagerfeuer, mehr will ich nicht. Alter, was war das denn in der letzten Folge, bitte, da diese Höhle? Bin ich froh, dass wir... dass wir da raus sind. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Das muss hier irgendwo gewesen sein mit der Höhle. Hier irgendwo. Da waren wir bestimmt und dann sind wir hier rausgelaufen. Boah, und wir müssen immer noch zwei Landmarks finden. Und die werden wahrscheinlich hier irgendwo sein. Oh Gott, um Gottes Willen. Ich muss weg. Ich muss erstmal zum Lagerfeuer. Sing das Lagerfeuerlied. Sing das Lagerfeuerlied. Und dann schwinge ich gleich mein Glied. Und dann schwinge ich... was? Nein. Ich dachte schon, da oben steht jemand. Ich hoffe, wir kommen auch zum Lagerfeuer, ohne dass uns jemand irgendwie jetzt begrüßen kommt. Hallo? Da wären wir wieder. Vor allem diese Steine hier, die sind immer so angeordnet, als ob hier einer uns irgendwie den Weg markieren will. Ist auch sehr merkwürdig. Hier muss unser Lagerfeuer irgendwo, unser Zelt irgendwo sein. Das müsste hier sein, oder? Warte mal. Moment. Oder ist das hier? Wo ist denn unser... hä? Wo ist denn unser Zelt hin? Hier sind wir doch... oder ist es... ah, da oben! Ja. Speichern. Ich würde gern speichern. Ein einsamer Ski. Komm, speicher bitte. Speicher. Oh. Gott sei Dank. Ich werde verrückt. Ich werde noch bekloppt hier. So, das heißt, theoretischerweise müssen wir ja dann da in die Richtung. Ja, Heidewitzka, Herr Kapitän. Auf geht's. Das kann ja nur noch besser werden, nachdem was wir so alles erlebt haben. So. Tralali, tralala, tralalala, hopsasa. Ich hoffe, der Alte geht mir da nicht auf den Sack. Guck mal, da oben leuchtet es immer noch. Ich dachte, da wären wir schon gewesen, oder? Hä? Da waren wir doch, oder ist es was anderes? Investigativ gehe ich jetzt einfach mal hier hoch.
um mal zu gucken. Was kann mich denn noch schocken? Ach nee, das ist was ganz anderes. Da waren wir noch gar nicht. Sieht einladend aus. Sieht aus wie das Münchner Stadion. Und wird wahrscheinlich gerade gespielt. Habe ich doch richtig gehört oder gesehen, dass da ein Zettel ist? Da ist ein Zettel. Ich wusste es. So. Um Gottes Willen. Lebendige Leichen in Sibirien. Gab es wirklich eine streng geheime Einrichtung, in der Wissenschaftler versuchen, Tote wieder zum Leben erwecken? Es gibt mehrere Hinweise auf die Existenz einer solchen Einrichtung hindeuten. Wir befinden uns in Inia, einer kleinen Stadt in Sibirien. Hier soll sich das Institut befunden. Was? Hier soll sich das Institut befunden haben, an dem vor Jahrzehnten die brillantesten Köpfe des Landes versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, tote Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Heute sind alle an der Stelle nur noch Gebäudereste zu sehen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was genau sich hier befand. Es werden immer wieder Gegenstände gefunden, die an medizinische Ausrüstung erinnern. Wir wissen jedoch, dass es hier kein Krankenhaus gab. Ältere Stadtbewohner erinnern sich. Eines Tages kam das Militär. Sie sperrten ein Gebiet ab und richteten eine Baustelle ein. Es dauerte mehrere Jahre, bis der Komplex fertiggestellt war. Ein Gebäude nach dem anderen. Die Menschen waren froh, denn so hatten sie Arbeit. Doch sobald es fertig war, zäunte das Militär das Gebiet mit Stacheldraht ein und verbot uns, auch nur in der Nähe davon zu gehen. Ich erinnere mich an Lastwagen und Soldaten, die Geräte ausluten. Hinter dem Komplex gab es ein großes Gebäude, wo riesige Lieferfahrzeuge hielten. Man sagte, es seien Kühlfahrzeuge. Das ging über 12 Jahre so und nichts weiter geschah. 2 oder 3 Jahre bevor der Komplex geschlossen wurde, passierte ein paar seltsame Dinge. Wir sahen, wie sie Menschen in die Einrichtung gebracht haben. Und das ganze Dorf hörte mitten in der Nacht Schreie, als würden sie dort Menschen umbringen. Eines Tages hörte alles plötzlich auf. Die Lastwagen fuhren weg, das Militär blieb noch eine Weile, dann kamen Ingenieure, die alles abrissen, und das war's. Was könnte sich in dem Komplex befunden haben? Der anerkannte Historiker Dr. Lee Give auf die Frage nach einer möglichen Erklärung. Es ist nicht untypisch für die Vorgängerregierung, an einem entlegenen Ort in Sibirien eine Einrichtung zu bauen. So etwas muss nicht mit irgendwelchen paranormalen Märchen zu tun haben, sondern kann auch einfach aufgrund von geheimen militärischen Aktivitäten erfolgen. Zwar fanden sich in den historischen Quellen keine Informationen über Inia oder irgendwelche militärischen oder wissenschaftliche Einrichtungen in der Gegend, doch die Hinweise widersprechen die Geschichte der Bevölkerung. Wir stießen auf Dokumente, die den Fall aufklären konnten. In einem Auszug aus der Korrespondenz zweier Personen, deren Namen von der Zensur unerkenntlich gemacht wurden, ist die Rede von einer Einrichtung mitten in Sibirien. Darin hieß es, dass das Militär zum Zweck der Durchführung von weiteren Untersuchungen mit Kühlfahrzeugen gut erhaltene Leichen von Häftlingen dorthin lieferten. Der Verfasser schrieb weiter: Ich hoffe, dass ihr es schafft, etwas mit ihnen zu machen, denn der Berg wird langsam ungeduldig und ein Lebender ist nicht genug. Also haben sie ja doch geforscht. Also haben sie ja doch hier rumgeforscht und gepopelt etc. pp. Um halt herauszufinden, ob es funktioniert. Menschen vom Tod wieder zu erwecken. Und sie haben es wahrscheinlich geschafft und ja,
haben wahrscheinlich zu Risiken und Nebenwirkungen wahrscheinlich nicht die Packungsbeilage gelesen und wahrscheinlich auch nicht den Arzt gefragt. Und dann ist das wahrscheinlich dabei entstanden, was uns hier verfolgt. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie böse das noch werden kann hier. Ich habe noch eine ganz, ganz böse Vermutung, was hier alles noch passieren kann. Wie kommen wir denn da oben hin? Oh, der dicke Nachbar. Entschuldigung. Waren wir hier schon? Der macht wahrscheinlich gerade wieder Tonübungen, der Nachbar oben. Lalalala. Ich hoffe, wir gehen richtig. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe gedacht, ich habe was gesehen. Ach, guck mal, eine Brücke. Ich höre schon wieder einen Zettel. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier schon waren, oder? Wo ist denn der Zettel? Der ist bestimmt da hinten. Oder? Ich höre den Zettel zwar, aber ich... Oder ist er da oben vielleicht? Ich wollte sowieso mal auf die Karte schauen, ob wir, wo wir jetzt gerade sind, weil wir haben ja gerade auch wieder einen Zettel gefunden. Ach, guck mal einer an. Nee, Quatsch. Warte mal, wo sind wir denn jetzt lang gegangen? Hier haben wir jetzt wahrscheinlich einen Zettel gefunden. Hier ist eine Brücke. Kann das sein, dass das die Brücke ist, wo wir drüber gegangen sind? Ich gehe erstmal jetzt hier schauen, wo wir hinkommen. Hört doch mal auf zu wehen, ihr Zettel. Ist doch gut. Beruhigt euch mal. Okay, da sind noch mehr Brücken. Naja. Ich glaube, wir müssen nach oben. Glaube ich zumindest. Okay, hier ist, glaube ich, hier Sackgasse. Ja. Hier ist Sackgasse, hier kommen wir gar nicht weiter. Sackgasse vor allen Dingen. Ich, ja, wenn es solche Felsformationen geben würde. Vor allen Dingen in den Alpen, stelle ich mir das lustig vor. Okay, da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie... Guck mal, es sieht auch aus wie so ein Gesicht, ne? Ich sag doch, ich hab Paras. Ich sehe schon überall Dinge. So, warte mal. Da... Von da sind wir gekommen, ne? Genau. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie raufkommen. Thank you.
Mount Rushmore. In ein paar Jahren. Ah, hier ist der Zettel. Das Wetter ist pretty good. We have the wind at our back. We arranged with the locals that they will give us a ride to the location of the second camp. We helped them unload the carts and waited for the horses. At approximately 4 p.m. we set off to continue our journey. We managed to replenish food supplies so we could eat something on our way there. The horses are moving slowly. It's making me sleepy. It's getting dark. The second camp was an abandoned village. We found a house to stay at overnight. In total darkness, we started setting up a fireplace. Everyone cut themselves on nails sticking out of the boards. Apart from that, everything was okay. Then, it all started. Das Wetter ist ziemlich gut. Der Wind kommt von hinten. Wir haben mit den Einheimischen vereinbart, dass uns jemand zum zweiten Lager mitnehmen wird. Wir haben ihnen beim Entladen der Karre geholfen und auf den Pferden und auf die Pferde gewartet. Ungefähr um 16 Uhr konnten wir unser Abenteuer fortsetzen. Wir haben unsere Nahrungsvorräte aufgefüllt, damit wir auf dem Weg etwas zu essen haben. Die Pferde bewegen sich langsam. Es macht mich müde. Es wird dunkel. Das zweite Lager war ein verlassenes Dorf. Wir haben ein Haus gefunden, in dem wir übernachten konnten. Bei völliger Dunkelheit haben wir ein Feuer gemacht. Wir haben uns alle an Nägeln geschnitten, die in den Betten steckten. Sonst war alles okay. Und dann hat plötzlich die Sache begonnen. Die Sache begonnen. Ich will gar nicht wissen, welche Sache das ist. Ganz ehrlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, von welcher Sache die da redet. Oder zumindest ein bisschen schon, aber so wirklich rausfinden will ich das nicht. Hey, ein Zettel! Ja, wie komme ich denn jetzt da rüber? Okay, da muss noch einen anderen Weg geben. Was ist das denn? Ah, buah, meine eigenen Fußdings. Schritte. Ich hab. Okay, da muss man irgendwie noch von dahinter hochkommen. Alter Verwalter. Ich will gar nicht. Es ist also quasi nur zum Gucken hier. Komme ich hier. Uah, nein, nein, nein. Uah, ai. Ich will gar nicht. Weiß gar nicht, ob das richtig war. Ist ja egal. Ich würde sagen, wir machen für YouTube nochmal hier eine kurze Folgenpause. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir irgendwie oben an das Zettelchen kommen. Und dann schaltet sie wieder ein. Also bis dann. Ciao.